So, wir gehen rein gegen Hubert Hurkacz, der natürlich einen Mordsaufschlag hat, aber sonst schon seine Schwächen, wie zum Beispiel da, dass er gar nicht zur Ball geht. Also Break für Younes, 3-1. Break 4 im ersten. Da ein bisschen Glück. Ja, da wäre ich jetzt sauer anstelle des Gegners. Ich bin ja auch häufig sauer, wie man merkt. Zum Beispiel bei sowas. Das Feld ist offen und er versucht den wirklich hinten den Linienrichter noch mit wegzuballern. Also da ist schon ordentlich Schmackes drin bei Hubert Hurkacz. Wir sollten auf jeden Fall mehr in die Rückhand spielen. Das ist seine Schwäche. Ja, Younes, dann bleibt doch gleich vorne, Junge. So, nämlich genau so. Also das sieht okay aus. Hurkacz jetzt nicht der Überspieler. Jawohl, der fällt auch noch rein. Zwei Spielbälle. Ja, und das ist eben die Vorhand. Boah, keine Ahnung, wie Younes den noch zurückgebracht hat. Ja, also ein Lob ist normalerweise nicht sehr erfolgsversprechend gegen den Polen, aber er spielt nicht wirklich gut. Hubert Hurkacz. Weiß nicht, wie er in Form ist, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Mal schauen, ob wir den ersten Satz hier zu Ende bringen. Satzball bei Aufschlag des Gegners. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Den bringt Younes nochmal. Boah, den spielt er ganz knapp rein. Ganz enges Höschen, aber 5-2. Wir sind deutlich stärker, aber da haut er dann jetzt doch nochmal seine Aufschlagstärke rein. Komm schon, Younes, zieht durch. Nein, 15-30. Aber jetzt haben wir den Satzball. Marit. Yes. Und er macht es. Also, das sieht gut aus. Wow, es ist schon lange her, dass ich solche schwachen Aufschläge von Younes gesehen habe. Ist er erschöpft? Nee, ist er nicht. Eigentlich nicht. Müssen wir mal schauen. Aufschläge ballern wir ja eigentlich schon richtig. Ans Netz gehen wollen wir nicht. Ja, wir machen halt auch ein bisschen mit Kick nach außen weiterhin die Aufschläge. Aber da würde ich jetzt erstmal nicht groß was ändern. Drei Breakbälle beim Stand von zwei beide. Ja, das war nicht gut. Aber wir haben noch zwei Möglichkeiten. Wir haben noch eine Möglichkeit. Wir haben keine Möglichkeit mehr. Super. Ganz, ganz schwach gespielt von Younes aber auch. Jawohl, der Doppelfehler, viel Risiko. Da sieht man schon, wenn der Ball im Spiel ist, dann hat der Pole da seine Probleme. Mit viel Kick durch die Mitte. Und dann das Ass hinterher. Schade, das war natürlich unsere Möglichkeit hier, vielleicht sogar schon den Deckel drauf zu machen. Ja, schön butterweich in die Vorhand spielen. Das ist bestimmt eine gute Strategie. Jawohl, sauber. Gegen den Aufschlag ist halt echt schwer. Und dann holt sich der Pole das 3-2. Wir haben unseren Aufschlag verloren, der Pole dann auch gleich wieder. Und jawohl, da ist das Break zum 5-4. Richtig geil. 6-3, 5-4. Jetzt schlagen wir auf zum Viertelfinale in Washington. Das wäre schon nochmal ein richtiger Confidence Boost. Yes, Vorhand sitzt auch. Younes Spiel wird besser. Gegen Hubert Hurkacz muss man auch erstmal gewinnen. Haben wir schon mal einen Spieler geschlagen, der so hoch in der Weltrangliste war? Ja, da ist ein klasse Konter, aber darf er auch so nicht spielen. Boah, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir richtig Glück gehabt, dass er den noch erwischt. Aber toller Konter natürlich auch. Ja, der ist zu lang. Leider. Toller Return. Zwei Punkte fehlen noch.
Immer diese Bälle in die Vorhand. Super unnötig. Da wieder. Selbes Muster. Warum? Warum? Ich bin ganz ruhig. Aber wie kann man denn so häufig denselben Scheiß machen? Ich meine, wie gesagt, wir geben ja extra an, Spiel häufiger in die Rückhand und er spielt ihm jedes Mal wieder, dreimal hintereinander in die Vorhand, komplett dasselbe Muster. Ja, der war eigentlich gar nicht so leicht. Nun gut, bleiben wir mal drauf. Schauen wir uns den zweiten Satz mal gemeinsam zu Ende an. Ja, da kommt er nicht mehr hin. Also 40-15, zwei Spielbälle für den Polen. Schauen wir mal, ob es den Tiebreak gibt. Drei Spielbälle. Haut er leider ins Aus. Der nächste Ball sitzt, also Tiebreak. Ja, war relativ klar, dass Ass durch die Mitte kommt. Wie konnte man das schon sehen? Ich sag's jetzt nicht nochmal. Was? Was war das denn? Der war doch eindeutig im Netz. Also manchmal dieses Spiel, es ist schon, darf einfach nicht sein. So schwer kann es doch nicht sein, das vernünftiger zu programmieren. Ganz ehrlich, wenn Tennis Elbow Manager das kann, die verlangen deutlich weniger dafür und es sieht auch viel, viel schicker aus. Aber da fehlt einem halt der Management-Part. So, Younes mit dem 2 zu 5, aber komm ey, geht halt überhaupt nicht. Und da ist der Satz für Hurkacz. Ey, leck mich am Arsch. Das hätten wir gewinnen müssen. Was ist mit unserem Aufschlag los? Das verstehe ich nicht, warum Younes auf einmal so langsam aufschlägt. Also. Keine Ahnung, was da los ist. Gut, wir müssen in den dritten Satz. Wir müssen Intensität ein bisschen runterdrehen, wobei der Gegner auch ziemlich müde ist. Aber das war jetzt schon sehr ernüchternd. So, Break 4 im dritten, 40-0. Und der Vorhand-Winner, nee, Hurkacz ist gestresst. 5-2 für Younes. Vielleicht gönnt uns das Spiel ja doch noch ein bisschen Spaß. Ja. Das war ein richtiger Homerun. Das auch leider. Ganz starker Angriffsball von Younes. Was war das denn? Slice in die Mitte. Chip and Charge ist jetzt nicht unbedingt unsere Stärke. Da bewegen wir uns auch schlecht. Aber komm, jetzt ziehen wir durch. Yes. 205 Stundenkilometer. Da ist auch immer wieder ein bisschen Schmackes im Aufschlag. Boah. Klasse Return. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schöner Winner mit der Vorhand. Winner, Winner, Chicken Dinner. Und auch der geht ins Netz. Jetzt komm schon. Komm schon, jetzt endlich bring es zu Ende. Na also, jawohl, Viertelfinale in Washington, 24 Unforced Error, wir schauen mal auf die Quote, 105 zu 87 Punkte, da sieht man mal, wie deutlich das Spiel eigentlich war. Und ich finde, wir spielen auch besser,
68 Winner, 24 Unforced Error ist schon eine sehr, sehr gute Quote. Das Spiel kommt langsam auf unsere Seite zurück. Der Gegner Hurkacz jetzt auch nicht ganz, ganz großartig. Kein großer Sieg. Gut, ja, wir konzentrieren uns mal und machen weiter. Und dann schauen wir mal. Unser nächster Gegner, Bottic van de Zandschulp. Den sollten wir vielleicht auch schlagen können. Sicherlich kein schlechter. Schauen wir nochmal ganz kurz auf seine Fähigkeiten. Nummer 78 der Welt. Joa, ist durchaus drin. 28-jähriger Holländer, der jetzt relativ spät erst erfolgreich wurde. Hier Viertelfinale US Open gespielt. 2021 dadurch ein bisschen bekannt geworden. Jo, schauen wir mal. Also vielleicht geht ja sogar noch mehr in Washington und wir können hier ins Halbfinale einziehen. Weiter geht's mit Tennis Manager und wir schauen nochmal ganz kurz drauf. Bottic van de Zandschulp, unser nächster Gegner, die Nummer 78 der Welt, von den Werten her, ja, schlagbar. Der scheint aber ganz gut in Form zu sein, weil man hat es eben gerade schon ganz kurz im Bild gesehen. Im Achtelfinale Novak Djokovic, die Nummer 14 der Welt, rausgeboxt. Jetzt mit 37 Jahren nicht mehr ganz so gut, wie er mal war. Aber trotzdem natürlich noch ein Top-20-Spieler, Potenzial sicherlich ausgeschöpft. Bin mal gespannt, wie es jetzt ausgeht gegen den Holländer. Das wäre unser erstes Halbfinale auf so einem großen 500er-Niveau. Das also ist schon mal eine gute Vorausschau für die vierte Saison, vielleicht ja dann auch für die fünfte Saison. Mal schauen, wie weit ich dann jetzt in den nächsten Tagen noch komme. Also fünfte Saison ist wahrscheinlich dann das Maximum. Und dann schauen wir eben mal, wie es dann weitergeht. So, geldmäßig haben wir uns wieder ein bisschen nach vorne gespielt. Devin Badenhorst leider verletzt, wird wahrscheinlich die US Open dann auch verpassen, weil er auch aus den Top 100 wieder rausgefallen ist. Ich glaube, seine Registrierung war da noch nicht fix für die US Open. Deswegen für uns schade, weil ein Hauptfeld mit zwei Spielern, das hätte natürlich nochmal 100.000 dann on top gebracht. So, wir gehen mal rein in die Anfangsphase des Spiels. Wir vertrauen unserer Taktik. Gehen erstmal mit der Standardtaktik rein. Bottic van de Zandschulp, ja, Vorhand und Rückhand ähnlich gut. Mal schauen, wie er jetzt da so drauf ist. Wir gehen jetzt auch mit viel Selbstvertrauen hier rein. Gleich mal der Vorhandfehler beim Holländer, der ja wie gesagt einmal einen richtig guten Grand Slam hatte. Generell so ein Spieler, der in den letzten Jahren ganz ordentliche Ergebnisse geholt hat, ohne dass man jetzt unbedingt ihn sofort auf der Straße erkennen würde. Jawohl, nice. Also wie gesagt, Jonas ist wieder gut drauf. Das Tennis gefällt mir. Gerade jetzt in dieser wichtigen Hardcourt-Saisonphase zum Ende der Saison werden wir wieder besser. Zwei Masters-Events kommen noch, Grand Slam, die US Open kommen noch. Und wie gesagt, vielleicht schaffen wir es uns Richtung Top 30 noch irgendwie zu spielen. Jawohl, also Younes ist gut drin. Schöner Ballwechsel, 4 Punkte am Stück. Schauen wir mal Intensität. Jo, können wir erstmal so lassen. Ast durch die Mitte vom Holländer. Und wieder ein leichter Vorhandfehler. Also Younes hat klare Vorteile hier in den ersten Ballwechseln. Boah, auf die Linie gezimmert. Und den haut er dann ins Aus. Sehr gut verteidigt. Läuft richtig gut. Sieht gut aus, was Younes spielt. Ja, der ist dann zu lang. Viel Risiko, aber ist in Ordnung. Sehr cooles Logo oben, die Washington Open. Leider das nächste Ast durch die Mitte. Spielball für Bottic van de Zandschulp. Und den spielt er dann auch weg. Also 1:1, aber trotzdem ein guter Start von Younes. So, es geht wieder über einen Stand bei Aufschlag des Gegners. Schade. Also er serviert sehr gut, das muss man ihm lassen. Sehr platziert die Aufschläge, nicht besonders schnell. Boah, jetzt der Doppelfehler. So viel dazu, dass er gut serviert. Younes ist sehr enthusiastisch. Oh, der war machbar. Na klar, 212 Stundenkilometer war schon ein ordentlicher Bums. Trotzdem sicherlich nicht unlösbar. Ja, und das ist zu gut gespielt. Also, 4 beide. Leider das Break für den Holländer, der jetzt auch aufschlägt zum Satzgewinn. Unnötig. Eigentlich ist Younes der bessere Spieler, wenn man ganz ehrlich ist. Aber wir machen dann doch ein paar zu viele Fehler. Okay, der bleibt an der Netzkante hängen. Wir spielen jetzt ein bisschen mehr auf die Rückhand. Versuchen es zumindest. Ach komm, Younes. Beweg dich doch mal vernünftig. Meine Güte. Der war jetzt auch nicht so schwer.
Das war auch kein guter Passierschlag. Zwei Satzbälle für den Holländer. Sehr schade. Unnötig vor allem. Den spielt er weg. Jo, also 7-5 geht der erste Satz an den Holländer. Wir müssen noch ein bisschen an der Taktikschraube, glaube ich, drehen. Mal schauen, was sagt sie denn? Bringt sich so sehr in Gefahr? Bietet seinem Gegner zu viele Möglichkeiten, ihn zu breaken? Sollen wir noch offensiver reingehen oder was ist da los? Wir können natürlich noch mal mehr Risiko gehen. Weiß nicht, ob das der richtige Schluss daraus ist. Werden wir dann sehen. Also erster Satz leider weg. Mal schauen, der zweite Satz sollte eigentlich besser werden. Eigentlich habe ich ein gutes Gefühl bislang. So, drei Breakbälle gleich zum Start. Erstes Aufschlagspiel haben wir gut durchgebracht. Nein. Komm, da war doch die Chance da. Ich hasse diese Asse durch die Mitte. Yes, er ist seitlich weg. Break im zweiten. Zwei Satzbälle für Younes und er nutzt gleich den ersten Ast durch die Mitte. Also, es funktioniert gut. Wir machen zu viele Fehler. Vielleicht können wir trotzdem nochmal... Wir schauen mal ganz kurz drauf, was das genau bedeutet. Zu viele Fehler im zweiten Satz. 12 Winner an, 8 Unforced Error. Ja, wir können zumindest mal aus der Verteidigungssituation raus vielleicht ein bisschen weniger Risiko gehen. Und dann schauen wir uns das mal zu Beginn des dritten Satzes an. Aber auf jeden Fall schön. 6-3 geht der zweite Satz an uns energiemäßig. Ja, haben wir hier ein bisschen zurückgeschaltet. Gehen wir in den dritten Satz eben auch mal rein. Mit ein bisschen Sparmodus. Schauen wir uns das erste Return-Spiel an. Oh, heißt es wieder so ein bisschen. Ja, das hat das Spiel nicht so richtig drauf. Ja, das war nicht gut gespielt von Younes. Da war eigentlich ein ganz guter Winkel drin, aber im entscheidenden Moment dann eben leider doch dran gescheitert. Yes, bleibt an der Netzkante hängen. Wir sind gut drin. Also Younes, wie gesagt, im gesamten Spiel eigentlich schon der Bessere. Boah. Nein. Ach Gott, der war ganz knapp draußen. Den eigentlich sogar auf der Linie gesehen. Fuck. Aber richtig gutes Tennis. Also da kann man echt zuschauen. Kann man nicht meckern. Der geht ins Netz, jawohl, es geht über einen Stand. Das macht richtig Spaß. Also Younes ist echt gut drauf. So wollen wir ihn haben. Ein wunderschönes Ass leider nach außen. Ja, okay, jetzt wird's schwer. Schade. Da war eigentlich das Feld offen. Also erstes Spiel geht an den Holländer. So, jetzt geht's langsam zu Ende. Drei Breakchancen. Den ersten wehren wir erstmal gut ab. 3-4, das wäre wahrscheinlich die Vorentscheidung. Wenn jetzt das Break kommt. Jawohl, der geht ins Netz. Ganz, ganz wichtig. Fällt es offen? Yes, auch den dritten werden wir ab. Mega wichtig. Und der ist auch zu lang. Spielball für Younes. Komm schon, Junge. Energiemäßig sind wir natürlich schon ziemlich in die Vollen gegangen. Boah, Glück beim zweiten. Und der nächste leichte Vorhandfehler. 5 Punkte am Stück. Ja gut, der hat das Bein berührt. Leider nicht. Ja gut, das ist zu einfach.
Kommen wir da irgendwie nochmal zurück? Eher nicht. Der Holländer bringt seinen Aufschlag zu 0 durch. Wir aber jetzt auch mit zwei Spielbällen. Das wird eine ganz, ganz harte Schlacht hier im dritten Satz. Boah, super Winkel. Da kommt Younes nicht hin. Diese Winkelbälle sind aber auch echt schwer. Boah, jetzt wird's schwer. Da kommt Younes auch nicht mehr hin. Es geht nochmal über einen Stand. Kommt der erste Aufschlag aber auch nicht. Das war schon besser. Spielt er auch richtig schön weg. Was eine Schlacht im Viertelfinale. Yes. Also ist auch eine gute Sicherheit wieder aus dem Halbfeld. Da hatten wir ja schon mal richtig Probleme, dass die Länge da eigentlich selten gepasst hat. So, aber bei Aufschlag des Gegners haben wir momentan echt gar keine Chance. Und wenn der Ball im Spiel ist, ja, da sieht es eigentlich immer ganz ordentlich aus. Sollen wir taktisch nochmal irgendwas ändern? Sollen wir wieder mehr Risiko gehen? Machen wir mal für den Tiebreak. So, 6 beide, Risiko. Der Holländer serviert, muss über den zweiten gehen und fängt mit einem Doppelfehler an. Yes, jawohl, da jubelt Younes auch. Let's go. Jawohl. Richtig gut, 2 freie Punkte zum Start. Nein. Ei. Viel Risiko, aber war richtig die Entscheidung. Es war einfach nur ein leichter Fehler. Es war so klar, dass das ein Longline-Winner wird, weil Younes sich immer hier in die Mitte positioniert. 3 Punkte am Stück für den Holländer. Den haut er zum Glück ins Netz. War gar nicht mal so toll, der erste Aufschlag. 3 beide. Yes, den haut er auch weg. 4-3, komm schon. Wir wollen ins Halbfinale. Knapp im Aus, aber volles Risiko beim Return. Der ist auch knapp weg. Eieiei, das wird schwer. Und den Spiel weg, bitte. Jawohl, 5-5. Punkt am Netz. Yes, Matchball. Und jetzt hoffen wir mal, dass der erste nicht kommt. Boah, den haut er ins Eck. Nein! Nee! Nee, nee, nee! Das kann noch teuer werden. Oh, das tut weh. Das tut richtig weh. Also, da hatten wir es eigentlich schon. Da hatten wir es eigentlich schon im Sack. 5 Punkte weniger gemacht insgesamt. 45 Winner, 31 Unforced Error. Aufschlagpunkte 7, Vorhandwinner, Rückhandwinner. Chicken Dinner. Boah, das tut echt weh. Das tut richtig weh. Aber ich bin trotzdem zufrieden, weil Younes wieder gut spielt. Damit kann man echt arbeiten. Damit kann man richtig arbeiten. Ich meine, Botik van der Sandschulp vorher noch Novak Djokovic rausgeballert. Aber trotzdem, das war gut. Da sind wir echt zufrieden mit. So, wie erklären sich diese enttäuschende Wendung der Ereignisse? Konnte nicht einmal und Younes konnte von sich aus nichts ändern. Ach, keine Ahnung. Ich nehme die Schuld auf mich. Ich nehme eigentlich immer das Erste. Ist auch wurscht. So, Viertelfinale raus. Trotzdem nochmal 60.000 für die Academy verdient.
klingt immer so ein bisschen, als würde man den Oscar bekommen, wenn man von der Academy redet. Macht aber nichts. Also tolles Spiel von Younes. Körperliche Verfassung natürlich erstmal nur bei 74%. Wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus. Dann geht es rüber zu den Canadian Open. Da werden wir wahrscheinlich ein sehr, sehr schweres Los bekommen, gehe ich mal davon aus. Mit ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht keinen gesetzten Spieler in der ersten Runde, aber spätestens in der zweiten Runde. So, ich fühle mich nicht in bester Verfassung. Ja. Damit ich wieder in Form komme, ich lasse sie entscheiden. Ja, das passt schon. Also Viertelfinale raus, Coulibaly auch im Viertelfinale raus. Wir schauen mal, wie es in Washington dann weitergegangen ist, weil ich denke mal, oh, Dominic Thiem. Jo, das ist natürlich kein ganz so leichtes Los. Da könnte die Form dann jetzt doch noch ein bisschen nach unten gehen. So, was ist denn jetzt schon wieder los? Younes will schon wieder, ja, kriegst 4% weniger. Ist halt leider so. Wir wollen ihn jetzt mal gut behalten. Coulibaly, Qualifikation. Badenhorst leider nicht ins Hauptfeld gekommen. Younes, geil, nochmal verbessert. Alter, Kampfgeist, 200%. What the fuck? Selbstbewusstsein, da ist noch einiges nochmal passiert. Holy shit. Wahrscheinlich echt, kann es sein, dass durch diese Erfolge dann auch nochmal das Ganze so steigt. Wieso habe ich Posteingang eine 1, obwohl gar kein nichts mehr drin ist. Gut, auf jeden Fall hoffen wir mal, dass die Form doch weiterhin oben bleibt, auch wenn wir jetzt natürlich Cincinnati Open wahrscheinlich gegen Dominic Thiem in der ersten Runde rausfliegen werden. Schauen wir mal ganz kurz auf die neue Weltrangliste, wie die dann jetzt eben auch ausschaut. Entschuldigung. So, Tsitsipas auf 1, Younes auf 41 jetzt wieder. Mal schauen, im Race sind wir wahrscheinlich auch hier schon ganz gut mit dabei. Ne, sind wir nicht. Hä, wo ist Younes? Im Race nur auf Platz 51. Also, da müssen wir noch ein bisschen was aufholen. US Open haben wir dritte Runde Punkte zu verteidigen. Das ist jetzt auch nicht ganz so easy zu wuppen. Wird schwierig werden, das Ganze zu schaffen. Also, Devin Badenhorst muss erstmal ein bisschen rausnehmen. Coulibaly spielt bei den Aptos Open. Leila Shukri auch ein bisschen zurückgefallen. Nur noch die Nummer 9 der Juniorinnen. Aber mal schauen, ob wir da vielleicht dann nicht auch nochmal ein bisschen höher greifen können. Ob wir sie dann nicht vielleicht entlassen und dann lieber aus Südafrika zum Beispiel, ich glaube, Isabella oder Zoe Kruger holen.